Albumboxen-Animation oder auch Videokurs-Boxen-Animation, egal wie du es haben willst, das ist dieses Preset und das kriegst du for free von mir für dich und es ist 100% kostenlos. Und du kannst es in einer 100% kostenlosen Software nutzen. Und alles, was du dazu tun musst, ist einfach dir unten in der Beschreibung das Projekt Archiv runterzuladen und dann das Ganze in DaVinci Resolve zu importieren. Gehen wir mal Schritt für Schritt durch, wie wir das Ganze installieren und dann zeige ich dir, wie du das Ganze für dich anpasst. Okay, das erste, was du dazu tun musst, ist dir das Projektarchiv unten in der Beschreibung runterzuladen. Das zweite, was du dafür tun musst, ist DaVinci Resolve zu installieren, falls du es noch nicht eh schon hast. Okay, als nächstes möchtest du das ZIP-File entpacken. Okay, wenn du das entpackt hast, dann findest du zwei Ordner. Einmal albumboxanimation.dra-Datei, das ist das Projektarchiv für DaVinci Resolve. Und dann hast du hier noch einen weiteren Ordner albumbox-edit. Darin befindet sich ein FBX-Mesh, eine 3D-Datei, die wir nachher in DaVinci Resolve reinkriegen wollen. Dann noch eine GIMP-Datei, falls du das Albumcover in GIMP machen möchtest und eine PNG-Datei, die quasi das Layout zeigt. Das hier ist dann quasi das Layout, die hintere Seite, die linke, die vordere, unten, oben und rechts. Und wenn du etwas auf die Box bringen willst, dann tust du einfach nur ein Foto über die jeweilige Seite legen. Okay, du kannst natürlich das PNG in Photoshop reinziehen und das dort bearbeiten, falls du magst. Ich habe jetzt hier GIMP genommen, weil es for free ist. Okay, merk dir, wo du die DRA-Datei gespeichert hast, weil die brauchen wir jetzt, um das Ganze zu importieren. Wenn du DaVinci Resolve installiert hast und in deinem Project-Fenster bist, kannst du einfach hier irgendwo in die Mitte reinklicken mit rechts und dann Restore Project Archive klicken. So, jetzt navigierst du dahin, wo die Albumbox Animation DRA-Datei liegt, klickst nur einmal die DRA-Datei an und dann klickst du auf Open. Und jetzt importiert DaVinci genau das Ding. Und wenn du die jetzt öffnest, dann finden wir folgendes Projekt vor. Okay, wenn du das jetzt aufgemacht hast, dann möchtest du in die Edit-Page gehen und hier hast du ganz oben diese drei Clips, die hintereinander in der Timeline liegen. Das sind gerenderte Vorschauen von den Animationen, die dann hier drunter liegen. Die kannst du dir gerne angucken, aber wenn du dann final rendern willst, dann solltest du diesen Layer vielleicht hier drüben ausstellen. Okay, und du siehst jetzt, hier ist zwar Text, aber noch kein Album. Um jetzt deine eigene Albumbox da reinzukriegen, musst du Folgendes machen. Du möchtest in eine der Fusion-Kompositionen reingehen und du suchst in den orangenen Ordner nach dem, der das FBX Mesh 3D hat, klickst ihn an, klickst hier oben auf Browse und suchst dir jetzt in dem Ordner, den du dir quasi jetzt runtergeladen hast, in Album Edit, Album Box FBX. Wir wollen die FBX-Datei und da klickst du auf Öffnen und schon relinkt er das und schon ist unsere Box da. Okay, nachdem jetzt unsere Box schon mal drin ist, wollen wir die doch auch noch gestalten. Und dazu gibt es zwei Wege. Weg Nummer 1, du lädst dir GIMP runter, was ein kostenloses Bildbearbeitungsprogramm ist, und öffnest die XCF-Datei, die ich dir mit reingelegt habe. In dieser CXF-Datei ist einfach nochmal das Albumbild so drin, damit du siehst, was links, was vorne, was hinten ist von der Box. Und dort kannst du ganz einfach Fotos draufziehen und schon wird das quasi um die Box ringsrum gewickelt. Diese Datei kannst du dann einfach als PNG exportieren, so wie sie ist. So, und das Bild, was ich jetzt bearbeitet habe, das möchte ich ganz einfach hier hineinziehen in den allerersten roten Kasten und den ganz einfach in das Merge hier verbinden. Yay! Und damit sieht jetzt meine Box so aus. Oder Weg Nummer 2, du editierst das alles gleich in Fusion. Und wie das geht, zeige ich dir jetzt. Okay, zuerst findest du in Fusion ganz links hier dieses Underlay, was uns das Bild so zeigt. Als nächstes suchst du dir aus deinem Ordner, was du haben willst, einfach das Bild aus, was du drauf haben möchtest und ziehst das einfach in eine der Merge Nodes rein. So, und wenn du dir das jetzt hier reinziehst, dann siehst du, wo das Bild ist. Und jetzt kannst du in der Merge ganz einfach das Bild so anpassen, dass du es siehst. Möchtest du das Ganze beschneiden, dann suchst du dir eine Rectangle hier raus und fügst das Rectangle in den blauen Pfeil von dem Merge. Und jetzt kannst du das Rectangle hier drüben größer und kleiner machen
und dahin schieben, wo du es haben willst. Und jetzt kannst du das Bild so hin und her verschieben, wie du denkst, dass es richtig ist. Möchtest du jetzt noch einen Text einfügen, dann habe ich dir hier schon mal im zweiten Merge einen Text vorbereitet. Falls du noch eine Ebene hinzufügen möchtest, kannst du das ganz einfach hier tun, indem du ein Merge einfach mit auf so eine Verbindung ziehst und das, was du einfügen willst, einfach in den grünen Pfeil ziehst. Das Coole daran, die Bearbeitung in Fusion zu machen, ist, du kannst zum Beispiel auch Videos einfügen und damit ist das Video bewegt auf deiner Albumbox drauf. Also falls du irgendwie ein cooles Intro hast, kannst du das einfach mit drauflegen. Ich zeig dir, wie es geht. Ich suche mir zuallererst das Video raus, was ich haben möchte und ziehe mir das einfach in Fusion hier hinein. Und dann kann ich das genauso wie die Merge hier einfügen und in der Merge natürlich auch bewegen. Und schon siehst du, kommt der Feuerball genau auf die Box und der bewegt sich auf der Box, so wie du es haben willst. Ach so, und du siehst jetzt hier, dass die ganze Box eine gewisse Oberflächenstruktur hat. Wenn du das nicht haben möchtest, dann suchst du dir hier unten die Bumpmap-Node raus und drückst auf Steuerung P das Ganze weg. Und schon hast du einfach nur eine flache Oberfläche. Das Coole ist, ich habe dir immer Dinge markiert, wo du den Text und so weiter ändern kannst. Also falls du zum Beispiel hier den Text ändern willst, der hier hinten auf der Wand steht, dann kannst du einfach hier unten in den Text reingehen und hier einen anderen Text eingeben und kurz darauf hat er sich geändert. So, ich hoffe, dass diese Albumbox deiner Promotion weiterhilft und wenn du noch mehr Audio Reactive Stuff sehen willst, dann schau doch mal hier drüben, da habe ich dir einmal ein Audio Reactive Overlay gebastelt, was zu deiner Stimme animiert und hier drüben findest du noch einen Audio Visualizer, den du dir in DaVinci Resolve nachbauen kannst. Viel Spaß bei deiner Promotion, Musikmagier, und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!